Der Weg zur weltgrößten Freihandelszone ist frei. Die EU-Staaten haben sich nach längerem Streit auf eine gemeinsame Verhandlungsbasis mit den USA geeinigt. Frankreich hatte sich innerhalb der EU im letzten Moment durchgesetzt. Über Film, Musik und andere Medien wird zunächst nicht verhandelt. Nicht gerade die helle Freude für EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso. Die Integration von zwei der am weitesten entwickelten, modernsten und bestimmt größten Volkswirtschaften der Welt kann keine leichte Aufgabe sein. Aber wir behalten unser Ziel im Auge und wir werden Erfolg haben. Im Klartext, manche nennen sich links, so Barroso zur International Herald Tribune, aber im Endeffekt sind sie kulturell extrem reaktionär. Auch einen Teil der Globalisierungsgegnerschaft finde er völlig reaktionär. Paris fürchtet Nachteile für seine Kulturindustrie, wenn beim Abschluss eines Freihandelsabkommens Subventionen wegfallen. Barroso erhofft von dem Abkommen für die EU pro Jahr 120 Milliarden Euro mehr Wirtschaftsleistung und 400.000 neue Arbeitsplätze. Deutschland winken laut IFO-Institut 4,7% mehr Wirtschaftsleistung, Frankreich 2,6% Zuwachs.